Hallo, dies wird Xen, Squatter mit der Wannabe, The Boshi. Immer noch im siebten der siebten Welt. Immer noch im Metal Gear Solid Bereich. Immer noch bei diesem Sprung hier, den ich jetzt hoffentlich demnächst einmal hinbringe. Ach ja. Und mal wieder ist der Tag, an dem ich diese Aufnahme mache, auch derselbe Tag, an dem ihr sie bekommt. Das heißt, heute ist, ja, Halloween. An und für sich ein schöner Brauch, aber ja, auch der. Ich weiß nicht, vor einem Jahr, wenn man mich gefragt hätte, hätte ich gesagt, ja, an Halloween sieht die Welt wenigstens für einen, ne, Dankeschön Spiel, für einen Abend ein bisschen schöner aus. Ich mag das mit den ganzen Kostümierungen. Gefällt mir die Gegend und auch die Leute, gefällt mir wesentlich besser. Allerdings, ja, ich habe jetzt, bevor ich die Folge aufgenommen habe, ihr kennt das ja von mir, auch solche Themen oder was, wenn ich ansprechen will, ich gehe das gerne vorher ein bisschen durch, damit ich nicht mitten unter dem Thema zu arg den Faden verliere. Und ja, bezüglich Halloween, ich meine, es ist ein schöner Brauch und wie gesagt, so grundsätzlich finde ich es ja schön, wie sich die Leute kostümieren, dass das Ganze mal nicht wie im Fasching einfach nur bunt und alles ist, sondern tatsächlich mal ein bisschen dunkler, ein bisschen düsterer. Die Stimmung mag ich, aber ja, es gibt ja leider da auch wieder so seine die Schattenseiten, die sich in den letzten Jahren da immer wieder gezeigt haben. Fängt ja schon bei dem typischen Brauch für Kinder an, Süßes oder Saures, für mich persönlich überhaupt nichts. Ich weiß nicht, ich habe nie wirklich wirklich viel davon gehalten, da bei Leuten an der Tür zu klingeln, diesen Spruch aufzusagen und dann, naja, nimmt mal ein paar Süßigkeiten mit. Meiner einer war da bisher immer auf der anderen Seite. Hab mich auch, wenn ich ehrlich bin, immer so ein bisschen versucht davor zu drücken, weil, ja, ich weiß nicht. Ich weiß da nicht wirklich, wie ich drauf reagieren soll. Ich meine, die Kinder, die dann da vor der Tür stehen, die wollen ja auch ein Lob für ihre Kostümierung, nehme ich mal an. Wenn man sowas sagt wie, oh, sind das tolle Kostüme, ach, ist das schön. Oh Gott, ich klinge jetzt gleich wie so ein verbitterter Alter. Nee, aber es ist halt wirklich so, wenn ich da die Tür abmachen würde, ich wüsste nicht wirklich, wie ich reagieren soll. Bin ja immer ganz froh, wenn das jemand anders gemacht hat. Das Schlimmste daran ist ja eigentlich, also ich meine, so Süßigkeiten hergeben, hey, warum nicht? Für Halloween dann einfach mal Süßigkeiten einkaufen, weil es könnte jemand vorbeikommen, warum nicht? Wenn doch keiner vorbeikommt, lässt man sich's halt schmecken. Was mir aber an diesem Brauch einfach überhaupt nicht gefällt, das ist dieser Teil mit dem Sauren. Vor allem, weil es Leute gibt, die dieses Saure sowieso praktizieren. Nicht mal klingeln oder was, sondern ja, es kam halt oft genug vor, dass bei uns dann nach Halloween halt die ganze Außenmauer versaut war. Weil sich halt irgendwelche Leute gedacht haben, ja Mensch, es ist Halloween, dann werfen wir doch mal ein paar Eier gegen die Wände. Und das ist halt meiner Meinung nach, selbst wenn jemand keine Süßigkeiten hat, ist es doch immer noch keine Rechtfertigung dafür, dass man ihm dann die Wand versaut. Das mag zwar auch so ein Brauch, zu dem Brauch angeblich dazugehören, genauso wie, dass man irgendwie Klopapier wirft. Aber tut mir leid. Auch wenn es einmal im Jahr ist, sowas muss einfach nicht sein. Vor allem, wie gesagt, es gibt halt einen Haufen Leute, die das völlig aus der Laune heraus machen. Und da hört der Spaß meiner Meinung nach auf. Weil sowas einfach nicht sein muss. Das ist einfach nur, ja, soll man das bezeichnen? Einfach nur sinnfreie Beschmutzung. Verschwendung von Lebensmitteln. Sollen sie die Eier lieber hart kochen?
schälen und dann irgendwie, weiß nicht, mit Lebensmittelfarbe oder was, Pupillen und eine Iris drauf machen und das Zeug dann als dieses typische Halloween-Essen servieren. Machen ja viele. Ah, meine Güte, dass dann rohe Eier überall gegen die Wände geworfen werden, braucht's halt einfach nicht. Ansonsten, ja, Kostümierungen, warum nicht? Habe ich auch schon welche gesehen, die wirklich gut gelungen sind. Dann gibt's natürlich auch so die Standardkostüme, die halt einfach zu Halloween dann mal eben in irgendeinem Kleiderhandel gekauft wurden, weil halt da auch so eine Aktion ist. Warum nicht? Ich meine, so eine Kostümierung muss jetzt auch nicht mäßig aufwendig sein. Ist wirklich nicht nötig, meiner Meinung nach, aber da gibt's halt auch wieder so die Schattenseite. Und ich denke, ihr könnt euch vielleicht denken, worauf ich hinaus will, dass halt manche Leute da so eine Kostümierung wählen, wo du eigentlich sagen kannst, das ist ja eigentlich nur ein halbes Kostüm. Und ja, ich schätze mal, dass es dem Großteil der Leute trotzdem wieder taugen wird, aber ich persönlich finde es ziemlich geschmacklos. Ganz ehrlich, ich finde es geschmacklos. Weil es halt auch nichts mehr mit einer schönen Kostümierung oder was zu tun hat, sondern naja. Es ist halt nichts. Das ist halt einfach nichts. Gar nichts. Ich will da gar nicht versuchen, irgendwelche Adjektive dafür zu finden, weil das ist mir die ganze Sache überhaupt nicht wert. Ich finde es halt einfach ich finde es schade, sagen wir so. Weil es halt einem Fest wie Halloween, was ja doch eigentlich vom Grundbrauch her, ich meine, einmal für die Kinder und ansonsten, wenn ich mich recht erinnere, war es ja, um irgendwelche bösen Geister zu vertreiben. Nach dem Urbrauch. Ist ja alles ein schöner Gedanke, aber es ist halt genauso wie Fasching, wird es einfach. Ja, man kann schon sagen, dass dieser Brauch da einfach regelrecht missbraucht wird. Mist, jetzt wäre ich weitergekommen. Fast. Naja, so Halloween grundsätzlich. Hätte man mich vor einem Jahr gefragt, hätte ich einfach noch gesagt, ja, das ist wenigstens ein Abend im Jahr, an dem die Welt ein bisschen schöner für mich aussieht. Nur, dass wenn es richtige Wetter ist, ich erinnere mich dann an ein schönes Halloween, da war richtig, richtig schöner Mondschein. Es war neblig. Es war ein richtig schönes Halloween. Zu Halloween, ich meine, gibt ja auch dann diverse Lokalitäten, wo dann entsprechende Feierlichkeiten praktiziert werden. Was ja auch ganz schön sein kann, allerdings aus dem vorhin genannten Grund ist mir das dann auch irgendwo zu blöd, vor allem weil es halt ja, abgesehen von der Kostümierung auch im Prinzip wieder dasselbe ist. Wie gesagt, ich kann Halloween schon auch positive Gedanken abgewinnen, aber so mittlerweile ist es halt einfach. Ja, es ist halt alles nicht mehr so. Wie soll man sagen? Es ist alles nicht mehr so unschuldig. Und das geht mir ziemlich auf die Nerven, wenn ich ehrlich bin. Gleich schon wieder die Hälfte der Folge und ich habe wieder nichts erreicht. Ich weiß nicht, der Sprung da oben. Er ist nicht schwierig. Das habt ihr mir auch bestätigt. Und ich weiß selber, dass er nicht schwierig ist. Ich komme nur gerade irgendwie noch nicht auf die richtige Höhe, in der ich springen muss. Ja, und das wegen dem Auge. Ich sag's mal so,
Ich betrachte halt alles, was nicht von euch als Nervstelle deklariert ist, erstmal als leicht und schaffbar, bis ich dann wieder länger dran hänge. Weil ich glaube, wenn wir diese volle Folge mit dieser Passage hier verbracht haben, oder zumindest wenn wir die nächste Folge noch hier mit verbringen, dann bin ich hier schon wieder länger beschäftigt als mit der ersten Nervstelle. Und das ist halt, ja, das kippt dann so langsam meine Definition von einer Nervstelle. Und dann ist die erste Nervstelle nämlich meiner Definition nach so langsam keine mehr. Sondern, ja, so wie das hier oder eben die Sache mit dem Auge. Ich sag mal, bei der ersten Nervstelle, da waren die Komplikationen eigentlich hauptsächlich noch diese Sprungfedern und das Umgehen mit ihnen. Während das hier oder die Sache mit dem Auge einfach sehr viel damit zu tun hat, dass ich nicht so ganz verstehe, wo sich die Trefferkisten dieser Stacheln befinden. Bei der ersten Nährstelle, ja, da musste man halt so ein bisschen die Technik rausbekommen, wie man diese Sprungbretter nutzt. Eben, dass man nicht mehr so rechtzeitig springen muss. Aber das hier, ja, ja, im Endeffekt ist es ja auch nicht großartig was anderes, aber ich sehe, was heißt ich, sehen tue ich sowieso nichts. Sehen kann ich ja nicht viel. Weil das, was ich sehe, nicht unbedingt dem entspricht, was letzten Endes im Hintergrund vorgeht. Das kann man halt, denke ich mal, sagen, dass sich da für mich andere Nervstellen auftun als für euch. Und wahrscheinlich werden es am Ende mehr Nervstellen sein, als ihr sie hattet. Einfach, weil ich leider im Notfall auch dazu neige, mit leichten Passagen viel Zeit zu verbringen. Einfach nur, weil, ja, ich halt irgendwie nicht dazu in der Lage bin, sie anständig zu analysieren. Da scheitert es halt leider dann doch irgendwo auch wieder an meinen analytischen Fähigkeiten. Weil bei dem Sprung hier immer noch so dieser letzte gedankliche Funke fehlt, der mir sagt, in dem und dem Moment musst du drücken. Weil ich ihn halt auch noch nicht erwischt habe. Wie gesagt, ich gehe eh davon aus, dass ich das hier insgesamt wenigstens zweimal schaffen muss. Weil ich den Sprung, der danach kommt, sehr wahrscheinlich auch erstmal verbocken werde. Einfach, weil das mittlerweile so eine Regel zu sein scheint. Ich mache gerade wieder keine kleinen Sprünge mehr. Ja. Ich versuche das Ganze gerade in seine ganzen Einzelteile zu zerbrechen. Wenn ich es mal so überlege, der erste Sprung muss ein kleiner Sprung sein, so viel ist klar. Der zweite Sprung hingegen ist je nachdem, ob ich ihn während ich in der Luft bin ausführe oder während ich schon falle, verhält er sich ein kleines bisschen anders. Beziehungsweise ich habe halt eine ganz andere Starthöhe. Dementsprechend käme ich anders bei den Stacheln vorbei. Das Problem hierbei ist halt, da so ein Mittel zu finden, dass ich weder gegen den oberen noch gegen den unteren Stachel dagegen komme. Das ist da momentan so mein Hauptproblem.
Mal wieder ein hübscher Hänger. Danke, Spiel. Ja, über den Speierpunkt da drüben beklage ich mich schon gar nicht mehr, weil wenn der nicht da wäre, wüsste ich nicht, was ich machen soll. Das eine Mal, wo es vorhin besser geklappt hat, stand ich ein kleines Stück weiter links. Allerdings, ja, wir haben halt trotzdem da auf der linken Seite noch diesen Stachel. Der mir halt zum Verhängnis werden kann, wenn ich zu weit links stehe. Also wenn ich jetzt zum Beispiel hier stehe, so. Gut, ich hätte dann nach rechts eine weitere Strecke. Und da ich leider dazu neige, schon beim ersten Sprung nach rechts zu drücken, wäre das vielleicht gar keine blöde Idee. Das Problem hierbei nur wieder, das Ganze richtig einzuschätzen. Damit ich nicht zu weit links stehe und mich der Stachel dann schon wieder beim Herauskommen erwischt. Wenn ihr jetzt meint, ich zerdenke die ganze Sache zu sehr, naja. Ich hänge hier schon lang genug dran mit relativ gedankenfreien Versuchen. Und ihr seht, wo das hinführt. Auch bei Bossen oder bei anderen Sprungpassagen war es meistens so, dass ich mir die Sache erstmal im Kopf ein wenig in die Einzelteile zerlegen musste, um überhaupt zu verstehen, was ich tun muss. Entgegen meiner vorherigen Aussage scheine ich das hier ja doch im Kopf noch nicht verstanden zu haben. Ich dachte, ich hätte es verstanden, aber dem ist nicht so. Wir haben halt auch das Problem, dass die... Ich gehe mal sehr stark davon aus, dass die Trefferkisten dieser Stacheln sich da in der Mitte berühren. Auch wenn es nicht so aussieht, weil ich kann es mir vorstellen. Na gut, selbst wenn sie es nicht tun, ist der Raum dazwischen viel zu klein, als dass ich da irgendwas machen könnte. Als dass ich das irgendwie ausnutzen könnte. Kriegt das gerade einfach nicht gebacken. Das ist unfassbar. So. Und zwar ist halt wieder so. Der Stachel war schon eingezogen. Ich bin trotzdem wieder gestorben. Schon sagte, die Bewegung der Stacheln weiß ich nicht, wie ich sie mit einbeziehen soll. Beziehungsweise nicht die Bewegung an sich, sondern die Geschwindigkeit der Bewegung. Ich habe keine Ahnung, wie ich die einschätzen soll. Meiner Ansicht nach steht die in keinem Verhältnis zu unserer Bewegungsgeschwindigkeit. Das mit dem nach links springen habe ich auch schon versucht, das klappt nicht. Ja, und wenn ich versuche später zu springen, dann sterbe ich normalerweise in den unteren Stacheln. Wenn doch nur die Trefferkisten dieser Stacheln exakt dem entsprechen würden, wie sie aussehen. Wäre doch programmiertechnisch jetzt auch nicht das größte Übel gewesen, oder? Die Tatsache, dass das halt auch nicht mehr stimmen muss, also nicht mal bei diesen Stacheln hier, bei denen ich mich eigentlich schon darauf verlassen habe, dass wir hier gleichbleibende Trefferkisten haben. Ja, dann weiß ich halt jetzt überhaupt nicht mehr, was ich da überhaupt glauben soll, wovon ich ausgehen soll, weil das heißt für mich, dass ich im Endeffekt gar nichts weiß und auch nichts wissen kann.
Ich glaube, Boshis eigenartige Bewegungsart ja im Notfall nicht mal annähernd abschätzen kann, wie nah ich so einem Stachel kommen kann. Mal abgesehen davon, dass wir vorher mal Stacheln hatten, in die ich mich problemfrei hinstellen konnte, und jetzt sterbe ich halt teilweise, wenn ich noch eigentlich einen Abstand zu einem Stachel habe. Ich weiß ja nicht, ob Boshi dann einfach schon verschwindet, bevor er den Stachel trifft, weil er halt mit seiner weiteren Bewegung den Stachel treffen würde. Und dass das dann einfach ein bisschen in der falschen Reihenfolge geschieht, dass das Spiel da schon zu weit rechnet. Also meine Bewegung schon berechnet, bevor sie überhaupt optisch abgelaufen ist. Quasi die Darstellung halt einfach zu langsam ist. Wie gesagt, möglich ist alles. Ich kenne die Programmierung hinter diesem Spiel ja nicht. Ich kann nur von dem ausgehen, was ich sehe, ja. Meines Erachtens nach bin ich da jetzt neben dem Stachel gestanden und habe ihn nicht berührt. Aber auch hier, wenn es so darum geht, sich diesen Stachel langsam anzunähern, merke ich einfach gar nichts. Und da hätte ich mir jetzt wetten getraut, wäre ich jetzt länger stehen geblieben, wäre ich wieder draufgegangen. Ich kann mir halt auch nicht vorstellen. Moment, ich stelle mich mal hier hin. Weiß ich gerade nicht. Vielleicht probiere ich auch schon die ganze Zeit das Falsche. Mal überlegen. Vielleicht soll ich ja gerade was komplett anderes machen. Das Problem hierbei ist, dass ich eigentlich bei diesem Stacheln, wenn ich da nach rechts gehe, kaum eine andere Wahl habe, als da so durchzuspringen. Weil sobald ich mich hier hochbefördere, haben wir das Problem. Ich sehe keinen anderen Weg als das, was ich die ganze Zeit schon probiere. Ich sehe einfach keinen anderen Weg. Ansonsten, ich hätte halt jetzt überlegt, dass ich irgendwie da versuche schon vorher einen Sprung zu wagen, mit dem ich dann da vorbeispringen kann. Aber danke Spiel, ist hier die Bildrate in den Keller gegangen. Wenn ich von da springe, nee, dann springe ich in den Stachel rein. Wenn ich hier springe, oh, da kommt mir eine Idee. Was ist denn, wenn ich mir jetzt... Warum versuche ich nicht eigentlich mal, mich bei diesem Stachel da drüben einfach links hinzustellen? Über den Stachel drüber zu springen in so einer Kurve, dann mache ich den anderen Sprung und dann komme ich drüber. Das könnte... Das muss ich jetzt ausprobieren. Das könnte eine Idee sein. Was bleibt mir anderes übrig, als herum zu experimentieren? So, wenn ich mir jetzt nämlich hier... Klappt das? Ist das möglich? Ist das möglich, dass ich mich da so nach oben begebe, dann nach rechts rüber ziehe, da einen Doppelsprung mache? Es könnte eine Möglichkeit sein, aber es muss jetzt erstmal ausgetestet werden. Wir experimentieren mal wieder. Eieiei. Weil sich das gerade nicht unbedingt gut anfühlt. Aber das tun Experimente ja normalerweise eher selten. Das könnte aber wirklich funktionieren, weil dann springe ich da so drüber. Ja,
Das einzige Problem hierbei, ich muss halt dann wirklich ziemlich perfekt in der Luft die Richtung wechseln. Das erscheint mir momentan aber irgendwie sinnvoller. Vor allem, weil ich halt dann gegebenenfalls noch eine längere Strecke habe, bis ich zwischen den anderen beiden Stacheln durch muss. Sag jetzt bitte nicht, dass ich diesen oberen Stachel wieder in seiner Bewegung erwische. Das gibt's doch nicht. So schnell spring ich doch nicht. Doch, es ist so. Ja, dann kann ich den Plan auch wieder vergessen. Wieso kann ich die in der Bewegung noch so gut erwischen? Ja gut, dann muss halt doch wieder die Möglichkeit sein. Da, ich bin ja schon relativ weit gekommen, aber dann sterbe ich wieder am Nichts. Nichts. An einem Stachel sterbe ich, der schon nicht mehr da ist. Wenn ich einen anderen Stachel krepiere, sobald ich zu hoch springe, einen niedrigen Sprung brauche ich da gar nicht machen. Weil ich mit dem niedrigen Sprung nicht über so einen Stachel hinwegkomme, genau. Mit so einem niedrigen Sprung komme ich nämlich nur knapp. Nee, das haut nicht hin. Sobald ich mich da versuche nach rechts zu bewegen, berühre ich den unteren Stachel. Will ich höher springen, berühre ich den oberen Stachel, der gar nicht mehr da ist. Das kann nicht funktionieren. Also doch wieder die andere Taktik. Das ist doch so zum Kotzen. Das sind dann solche Sachen, die mir wieder den Spaß am Spiel verderben. Ihr merkt ja, ich habe am Spiel ja immer wieder Spaß, aber auch nur dann, wenn es mal wirklich wieder weitergeht. Weil es mich ja selber aufregt, wenn es immer nur dasselbe ist. Es ist einfach nur öde. Ich weiß halt auch nicht mehr, ich weiß jetzt wie gesagt auch nicht mehr wirklich, was ich optimieren soll. Wenn ich nicht sehe, woran ich krepiere, dann kann ich auch schlecht sagen, ja okay, dann muss ich halt das und das machen. Ja, wenn ich hier weiter links stehe, dann kann ich mir halt nicht recht weit fallen lassen. Ich weiß aber auch nicht, wie groß der Raum zwischen den beiden unteren Stacheln ist, in dem ich nicht sterbe. Dummer, nerviger Mist. Der Sprung da drüben, ja. Ja, Moment mal. Der Sprung da drüben, der ist auch nicht einfach. Weil er genau so eine blöde Sprünge von mir verlangt, dass mich... Ja. Könnten wir wieder Themen schreiben? Sieht aus, als würden wir hier mal wieder kampieren.
Keine Ahnung, keine Ahnung. Ja, ihr merkt schon, während, im Verlauf der Folge geht mir die Laune wieder in den Keller. Immer derselbe Grund. Es geht einfach nicht weiter. Es ist wieder öde. Naja, jedenfalls beende ich hier die Folge. Ich wünsche euch ein schönes Halloween, was auch immer ihr macht. Und man sieht sich dann beim nächsten Mal wieder bei Wannabe the Boshi. Ich bin Xi. Bis dann, Leute. Ciao.